Okay, Walnussbowl. Was ist das? Eine eine Sprengnuss, genau. Die hebe ich mir für später auf. Die werden wir, glaube ich, noch brauchen. So. Immer auf die mit den Hüten. Nee, okay, das war jetzt eher nicht zu. Ah, okay, doch. Lustiges Bowlen. Nee, die Sprengnüsse, die hebe ich mir auf. So. Lustig. Da kann man eigentlich gar nicht zu viel dazu sagen. Wir müssen die Zombies umkriegen. Ja, mehr ist da nicht zu sagen. Sozusagen. Aha. Oh, letzte Welle. So, das musste sein. Ah, das war schon. Nur der Vollständigkeit halber. So. Und was bist du? Ein Pfannkuchen? Das sieht aber echt so aus. Kartoffelmine explodiert bei Kontakt. Das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Nächstes Level. Haus von Jakob. Ui. Jetzt haben wir auch Stabo-Springer. So, wieder ein stinknormal-Level. Mal ein bisschen räuspern, damit ihr mich wieder besser versteht. Damit ich dich besser hören kann. So. Gleich mal eine Mine setzen. Das Inventar vervollständigt sich jetzt, also da ist nicht mehr so viel Platz wie früher. Kaboom, boom, boom, Erfolg. Okay, toll, Erfolg, ich freue mich. Die hebe ich mir noch auf. Die Mine werde ich noch brauchen. Ich finde das immer toll, wie so dieser, wenn nachdem die Dingens hier explodiert ist, ich muss die richtigen Wörter finden, das sieht so aus, wie wenn ein Bananenkuchen, wenn man den zu Boden wirft. Bumm, und dann liegen so die Bananen herum. Das sieht so ähnlich aus wie, ich finde das immer interessant, sorry für das Thema, aber ich finde das interessant, wenn man sich übergibt und dann in die Kotze reinschaut, was da alles drin ist. Das ist immer sehr interessant. So, eine Kartoffelmine springt da drüber, ja.
gut. Was ist denn hier los? Hört sich an wie bei einem Hund, der... Ja. So, iss mal schön die Walnuss auf. Kavu. Wohl doch noch nicht die letzte Welle. Na, explodierst du oder nicht? Nee. Es ist vollbracht. So, kippt er auch noch aus den Latschen. Neue Blume. Blaue Blume. Hagelzuckererbse. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Hauptmenü. Okay, ich befürchte, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, dass wir uns dem nächsten Level widmen. Deshalb möchte ich mal auf diesen Zombatar schauen. Bau dir deinen eigenen Dingens. Zombatar Lizenzvereinbarung. Lalalala. Ja, einverstanden. Ah, haha. Okay. Haut. Was gibt's da für Farben? Die sieht gut aus. So richtig zombie-mäßig. Haare. Was ist das? Aha, Moment. Jetzt sieht er aus wie mein Zeichenlehrer. Okay. Lustig. Vollbart. Dies und das. Eklig. Was gibt's denn noch für Haare? Naja, das würde er... Oh Mensch. Brillen. Schick. Da passt keine Brille. Kleidung. Yeah. Oder eine Mumie. Und jetzt ein Yeti, ein Hustinettenbär. Ein ganz normaler Zombie. Genau. Ärmellos. Es gibt hier noch Kette. Hüte. Moment mal, gibt's hier auch. Aha, da könnte man sich einen Let's Player mit der grünen Haube machen. Toll. Wikinger. Hintergrund. Okay, zurück. Ich glaube, hier werden wir noch viel Spaß haben. Und ich beende jetzt die Aufnahme lieber, bevor mir der Laptop um die Ohren fliegt. Das sehe ich nämlich nicht gerne. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wie euch dieses Spiel gefällt. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.